Hallo liebe Freunde, und da sind wir wieder in BioShock Infinite und wir sind auf dem Weg zu Soldier's Field. Oder sind schon hier? Ja, genau, wir sind schon hier. Auf dem Weg hierher haben wir unzählige Gefahren überwunden und einige schöne Sachen gefunden, wie neue Kräfte, neue Waffen, so zum Beispiel dieses Maschinengewehr und diese Pumpgun hier. Aber dazu mussten wir auch haufenweise Gegner besiegen, zum Beispiel der Fireman und dieser komischen Totengräber da von dem Order of the Raven, also von dem Orden der Raben. Und jetzt kommen wir hin zum nächsten chaotischen Ding. Wir spielen auch schwer, nur noch mal so zur Erinnerung. Und ich habe auch diese Zielhilfe ausgeschaltet. Ja, vor allem, weil Zielhilfe, das ist irgendwie, ich weiß nicht, Zielhilfe in Ego-Shootern, das ist so, als würde ich ein Rennspiel spielen, wo das Auto automatisch bremst und lenkt. Das macht keinen Sinn. Deswegen habe ich das auf jeden Fall mal ausgeschaltet. So, und bis jetzt schlagen wir uns auch. Was sind das? Lockpicks. Ach ja, genau, jetzt können wir ja Schlösser knacken. Mit Lockpick kann Elisabeth, aha, die Tür öffnen. Ja, dann gib mir Geld. Komm, gib mir. Hier, Mr. DeWitt. Dankeschön. Das ist ja mal schön. So langsam kann man immer mehr machen und ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. So, wie gesagt, aber bis jetzt haben wir uns eigentlich gar nicht schlecht geschlagen, bin ich der Meinung. Ein paar Mal sind wir eben draufgegangen, ja klar, aber man muss sich eben an alles gewöhnen erstmal, und das letzte Mal, als wir draufgegangen sind. Boah! Fuck. Das war, als wir die Pumpgun bekommen haben, und das war dann eine neue Erfahrung. Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Und deswegen haben wir auch direkt mal den Absegler gemacht. Ha. Ach, hier das Schloss, das können wir mit einem Pick hier, ein Dietrich, können wir das öffnen. So, heute will ich auch unbedingt mal ein bisschen voran machen und nicht ganz so viel sinnlos in der Gegend rumlaufen wie in der Vergangenheit. Aber das ist schwer hier immer zu bewältigen, weil man findet so viele interessante Sachen hier in dem Spiel. Guckt mal euch das mal an allein. Das ist super geil. Ein Minimodell hier vom Was Aerodrom. interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Ja, Pfad zu richtig. wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Nein. Ganz simpel und einfach. Nein. Und wieder das Wort des Propheten. Eine Stadt am Himmel, unmöglich. Die Grande Dame der Wissenschaften demonstrieren ihre Wunder. Was bringt das Ganze zum Fliegen? Raketen? Ballons? Quantenmechanik, sagt die kleine Lady. Wir tippen. Ah, fuck. Ja, das Lesen hier, das ist immer so eine Sache. So, ja, dann gehen wir mal das Schloss öffnen, dass wir hier vorankommen. Ist wieder mal eine super Umgebung hier im Spiel, muss man einfach sagen. Man kommt eigentlich aus dem Ich Stau. bräuchte hier Hilfe. Ach so. Eine Sekunde. Schloss knacken, Y gedrückt halten, das So. geht auch, aber so kann ich es auch machen. Aber ich glaube, wir haben die ja nicht immer dabei, bestimmt. Aber ich bin mir nicht so sicher. Oh, so langsam haben wir unten auch mal ein bisschen Moneten hier. Mal kurz die Schreibtische hier leer räumen. Dann sagen wir suchen nur die Toiletten. Ja, das ist eine. Oh, Munition Normalerweise für nicht. Karabiner finden wir hier auch. Das ist sehr toll, wenn wir mal einen Karabiner hätten. Infusion! Leute, Infusion. Was holen wir denn? Schild oder Salzkapazität? Ich würde sagen, das Schild. Dass wir noch weniger den Absegler machen, ist das wahrscheinlich am sinnvollsten. Ich stecke fest, Leute. Ich komme nicht mehr weg. Was ist? Hallo? Oh, nee. Ah, jetzt aber. Haben wir uns irgendwie rausgeglitscht?
Munition für Karabiner. Das heißt, wir werden wohl bald eine neue Waffe entdecken. Dankeschön. Sollte es normal nicht umgekehrt sein und ich sie bezahlen? Da ist doch der Karabiner. Was wechseln wir jetzt? Tja, die Pampe würde ich gerne behalten, weil der Karabiner ist ja so ähnlich wie das MG. Nicht auf mich richten, das Ding. Sehr schönes Teil, so eine Waffe. Schon die ganze Zeit gebraucht. Audiolog. Die Zeit im Comstock House war erträglich. Benötigt 5 Lockpicks, knacken nicht hart, möglich. Aber erträglich. Bettzeug ausringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Hat sie das aufgemacht oder war das offen? In der Welt dieser Leute. Gott erschaff dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Krank. So, natürlich. Wo müssen wir eigentlich hin? Bring Elizabeth zu First Lady. Achso, wir können hier das Ding benutzen, aber leider können wir das hier nicht knacken, weil wir nicht 5 Lockpicks haben. Scheiße. Kriegen wir keine Lockpicks hier mehr. Da ist bestimmt eine Infusion oder sowas drin. Oder eine Verbesserung für eine Kraft. Hier konnte ich doch irgendwas machen, oder? Das ist natürlich ein bisschen dumm. Dann müssen wir wohl zurück, weil es... Da ist bestimmt jetzt irgendwas passiert. Vorsichtig. Versuchen Sie es aufzudrücken. Ach so. Tor anheben. Mach schon. Gib alles. Booker DeWitt. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Tja, so ist das eben. Salzautomat. Willkommen in Salt Lake City. Da ist was passiert sie, hier? Die ah, First Lady. Scheint die First Lady. Stock zu sein. Welcome to Soldier's Field. Stehlen kann Konsequenzen haben. Also man kann auch klauen. Okay, Booker. Bukarest. Wir wollen uns natürlich noch ein wenig umsehen. Ja, genau deswegen. Wieder ein Kinetoskop zum Beispiel. Das Wort des Propheten präsentiert. Der mächtige Songbird... Ach, der Songbird, so heißt das Ding. Fürchtet euch nicht, brave Bürger Kolumbias. Der wahre Patriot hat vom Songbird nichts zu befürchten. Der Songbird, das ist dieser Metal-Vogel, der Metal-Rabe, so nenne ich den. Weil er aus Metall besteht. Nicht, weil er Metal-Lieder singt. Aber vielleicht heißt er aber deswegen auch Songbird. Hotdog kaufen. Aha. Stehlen kann Konsequenzen haben. Ich frag mich jetzt, wo man was stehlen kann. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Boxophon. Und wieder das Wort des lebendigen Propheten. Kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn hier kann man stehlen. Ich bin nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert. Sollen wir was klauen? Wissen Sie, wie... Die Leute werden wohl was von dir wollen. Ich würde ja mal gerne wissen, was passiert. Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Stiehlt. Ich dachte, Columbia kennt sieht uns jemand? Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe. Der doch er. Okay. So viel dazu. Wow, das war jetzt mal ein Fatality, Leute. So, ich nehme alles, was du hast. Deine Registerkarte und dein Leben. Okay, gut. Also, so viel dazu. Wir wissen, was passiert. Und die Wachen kommen.
als hätte ich es nicht geahnt. Die laufen. Großwildjäger. Ach ja, das ist ja auch ein Erfolg hier mit dem Karabiner. Ey, komm. Sehr schöne Waffe. Sehr schön. Die geht mir gut ab. Eine Pistole? Nö, nö, nö. Was soll ich mit der Pistole? Also gut, das war wohl das letzte Mal, wo wir jetzt vorläufig was stehlen. Was, sorry? Ich rutsche gerade ein bisschen über den Controller mit den Händen. Das macht das Ziel nicht unbedingt leichter. Scheiß Creme. Scheiß Creme. Ist aber auch eine gute Ausrede, dass man schlecht schießt. Visit the First Ladies Aerodrome. Ja, ja, überall wird Werbung für dieses Ding gemacht. Was hat das? Ach, das hier sind diese Songbirds, die Miniaturfiguren. So, ich hoffe, dass sich jetzt mal der Betrieb ein bisschen gelegt hat hier. Da unten, oh, müssen wir weiter. Aber da kommen wir auch so hin. Was ist das hier, gell? Ich bin Freiberufler. Freimaurer. Ich für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinem... Also, da ist ein bisschen was hier drin. Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, kann man es auch nennen. Also kann man es auch nehmen. Nennen. Stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen, ja. Booker, ein Lockpick, ja dann. Ich weiß, dass ein Lockpick da ist. Ich hab's gesehen, Lady. Was haben wir hier? Krähenfalle, ja, wir können es immer noch nicht ganz leisten. Die Teufelskusshilfe hier. Wäre natürlich schon effektiv. Was? Gib mal her. Oh, jetzt können wir es uns leisten. Ich glaube, wir kaufen es uns auch. Teufelskrähenfalle-Hilfe bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden. Ach, ich glaube, deswegen kann man da gar keine Falle mit dem Ding machen. Aber wir holen uns jetzt mal hier das. Teufelskusshilfe fügt Minicluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Yeah! Verkauft an den meistbietenden. Es gab mal. Ja, du. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Hm, das ist immer gut. Die ersten werden sterben. Wo ist das jetzt? Schock-Schocki. Ach, hier sind. Da ist der bockende Bronco. Den hätten wir uns können kaufen, zum Beispiel. Am Anfang, aber den hatten wir ja nicht. Also. Nein. Ist auch gestorben. Bockende Bronco, aber da hatten wir kein Geld. Gibt's den jetzt? Frage ich mich, ob es den nochmal kaufen gibt oder ob man da so ein neues Spiel Plus oder so dann machen muss, dass man den wieder sich leisten kann. Da, Schlaukopf und Schwachkopf. Was? Schlaukopf und Schwachkopf. Ach ja, genau. Mit der Münze. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Ach so, hier die. Aber sie sind. Sind ein bisschen verstörend, jawohl, das ist immer gut. Das ganze Spiel ist, glaube ich, ein bisschen verstörend. Wenn ich das so richtig deute. Was ist was? Hallo? Nein! Wieder die falschen Knopf gedrückt. Ich würde jetzt ja gerne, wir haben wir 4 oder 5 Lockpicks. Ich würde gerne an den Safe zurück, aber ich glaube, da kommen wir nicht hin. Ich
Ich weiß jetzt sowieso nicht mehr, wo ich bin. Wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert.